Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Ich bin dieses Mal nicht unterwegs, sondern bin hier zu Hause bei mir in der Küche. Wir sollen ja alle sicherheitshalber zu Hause bleiben und deswegen habe ich für euch in diesem Video meine geilsten Tipps für das perfekte Steak. Heute gibt es Fleisch. Ich liebe Steaks, normalerweise im Steakhouse, doch heute zu Hause. Bereits im letzten Jahr habe ich verschiedene coole Gadgets getestet und ich dachte, jetzt ist es eigentlich Zeit für so ein Best-of-Video. Zum geilen Steak, da gehört natürlich als allererstes ein geiles Stück Fleisch. Also das habe ich mir online bestellt, weil wir sollen ja auch zu Hause bleiben. Und das machen wir einfach mal auf, so ein kleines Unboxing erstmal, so ein Fleisch-Unboxing. Das ist schon richtig geil, oder? Ja, heute kam das Paket an von Kreuzers, den Online-Fleischhandel. Dazu habe ich mir noch ein bisschen Wein bestellt. Und was ich schon zu Hause hatte, was wir auch für ein gutes Steak brauchen, ist einmal unser Steak-Reaktor. Da geht es nachher richtig heiß her. Dann hatte ich noch einen Kochbuch-Tipp für euch, für coole Tipps. Und natürlich der Mieter, damit wir auch das Steak richtig auf den Punkt garen. Aber jetzt machen wir erstmal das Unboxing vom Fleisch. Nicht nur schön, sondern auch sicher ist die Steak-Lieferung verpackt. Hier mit so Kühlakkus in der Thermobox. Hier haben wir so Chicken-Schlägel noch bestellt. Dann hier das Roast Beef Dry Age, schon schön vorportioniert. Ideal eben auch zum Frischhalten. Auch auf Vorrat habe ich schon mal das T-Bone Steak gekauft. Und da es eben nicht nur Steaks gibt bei dem Versandhandel, habe ich mir auch noch gleich ein bisschen Hühnchengeschnetzeltes mitgeholt für mein Geschnetzeltes. So, liebe Freunde des guten Geschmacks, jetzt wird es Hightech, nämlich mit unserem Meter. Das ist eine Art Thermometer, das in das Steak hineingesteckt wird und sich dann per WLAN oder per Bluetooth besser gesagt mit dem Handy verbindet. Und dann sagt uns das Handy exakt, wann es den perfekten Grillgrad erreicht hat. Ich sage jetzt mal, für so ein klassisches Steak, wie ich es jetzt heute mache, ist es vielleicht nicht unbedingt zwingend erforderlich, weil man irgendwann ja sein Gefühl raus hat. Aber man hat ja ab und zu auch Steaks, wie zum Beispiel ich heute auch das T-Bone Steak gekauft habe. Sowas macht man nicht jeden Tag. Und gerade bei so hochwertigen Stücken wäre es sehr, sehr schade, wenn es vielleicht dann nicht Medium oder wenn es dann vielleicht eben schon zu durchgebraten ist und das ganze Stück Fleisch dann nicht so ist, wie man es sich vorstellt. Deswegen hier ein kleiner Produkttest mit integriert und ich finde es eine sehr, sehr coole Geschichte, weil es auch noch sehr, sehr schön, sehr hochwertig, sehr klein, passt in jede Küchenschublade und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Hier haben wir den Mieter, das ist auch die Ladestation, hier ist so ein kleiner Punkt, wenn man drauf drückt, dann sieht man, ob der Akku eben geladen ist. Hier ist eine Markierung, diese Markierung ist eben genau, bis dahin muss das Thermometer im Fleisch sein. Und das Ganze sind so ein Bambus-Schächtelchen. Auf der Rückseite sehr schön gelöst mit Magnet ist der Deckel, da ist die Batterie versteckt. Und das Ganze kommt in einer schönen Umverpackung mit Gebrauchsanweisung an. Das Thermometer am besten an der dicksten Stelle beim Steak hineinstechen. Und dann kann man in der App eben auswählen, welches Stück Tier sozusagen man hat, also in dem Fall ein Beef, dann eben welches Grillgrad, Medium, English, well done und dann wird die Temperatur angezeigt und in der App sehe ich dann auch, okay, es dauert noch 6 Minuten, wie ist der aktuelle Stand und wenn es dann fertig ist, dann gibt das Ganze auch einen Signalton ab. Ja, jetzt tun wir mal die Steaks zur Seite. Die tun wir jetzt erstmal kühl halten und jetzt geht es erstmal um das Steak, was wir heute machen im Steak-Reaktor. Meine absolute Geheimwaffe für richtig geile Steaks. Und ihr seht, der ist jetzt hier schon mal im Raum. Das ist der Vorteil auch bei dem. Der ist mit Stromanschluss, nicht mit Gas. Verschiedene Höhen einstellbar auf dem Rost. Unten drunter noch ein Abtropfwanne, wo auch die Steaks warm gehalten werden können. Beim Kochbuch, da finden wir nicht nur Sachen zu dem Zubehör, sondern eben auch ein bisschen was zum Steak allgemein, warum 800 Grad einfach geil ist und eben die verschiedenen Rezepte, gerade auch was Beilagenideen angeht, ist das ganz, ganz toll. Aber nicht nur Fleisch, sondern es sind auch Fischgerichte mit dabei, das finde ich auch ganz toll. Meeresfrüchte eben jetzt hier, ja, auch vegetarische Sachen, Gemüsesachen. Das Steak habe ich jetzt erstmal bei Zimmertemperatur etwas anwärmen lassen, damit es nicht eiskalt, sondern ganz entspannt auf den Rost geht.
in dem Fall tatsächlich nach Gebrauchsanweisung auf die dritte Schiene auf 850 Grad. Und man sieht, wenn man unten reinguckt, richtig schön, wie viel Feuer, wie viel Gas das Ganze hat, richtig viel Power. Das Steak geht richtig schön kross, das zeige ich euch natürlich nachher. Aber ihr seht auch, es ist keine Rauchbildung und nichts da. Das spritzt nicht, es raucht nicht in der Wohnung, was super angenehm ist. Und was auch schön ist, dass eben auch, wenn man an die Seiten eben hinlangt, dass es eben nicht heiß ist, sondern dass es ganz normal zimmertemperiert ist und man keine Angst haben muss, dass irgendwas verbrennt. Natürlich gehört auch zu einem leckeren, schönen Steakabend zu Hause das passende Steakbesteck. Hier habe ich von Nesmoke ganz tolle Steakmesser entdeckt, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Natürlich wie immer, alles was ihr hier seht in der Beschreibung sind die Links zu finden. Vielleicht ist was für euch dabei. Und unser Steak ist jetzt auch schon fertig und ihr seht, es ist perfekt. Außen richtig schön kross, knusprig und innen schon fast noch englisch. Also richtig geil, so wie ich mein Steak persönlich mag. Ja, das war lecker Fleisch heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, auch die Tipps und aber auch die Gadgets gefallen euch. Vielleicht habe ich den einen oder anderen inspiriert auf das Steakhouse zu Hause. Ja, wie immer, lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.